Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt meinerseits. Und zwar spielen wir das wundervolle Spielchen Civilization 5. Brave New World ist der DLC-Name, also Civilization 5. Ha! Es wurde gewünscht von dem lieben Black Tesla TV, den ihr vielleicht auch kennt aus dem Erbfolger LPT. Der hat gesagt, yo, Struppi, du siehst gut aus, bist unglaublich intelligent und bist einfach an sich der geilste, genialste Typ auf der ganzen Welt. Mach doch bitte mal Civilization 5, denn ich habe keine Ahnung davon, denn ich bin nur ein niederer kleiner Wurm, der keine Ahnung von irgendwas auf dieser Welt hat. Und du weißt doch einfach alles und versuch doch mal, es so zu zeigen, dass vielleicht auch ich eines Tages die Chance habe, dieses Spiel ordentlich spielen zu können. Nun, ich glaube, bei Bethesda ist alle Hoffnung vergebens. Allerdings kann man ja trotzdem mal Civilization 5 spielen. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das einfach mal. Und ja. Weiß nicht, die meisten von euch werden es wahrscheinlich kennen, ein paar von euch werden es wahrscheinlich nicht kennen. Interessanterweise kennen es wirklich viele Leute nicht, was mich immer wieder überrascht, weil ich dachte eigentlich, dass Civilization wirklich das Spiel ist, das einfach jeder auf dieser Welt kennt, aber naja, man kann sich ja irren. Also, wir gehen ins Spiele-Setup. Ich habe mir so überlegt, welche Fraktion könnte man denn spielen? Hab England überlegt oder Russland. Russland ist so ein bisschen eine meiner Lieblingsfraktionen, einfach durch diesen wunderschönen Bonus, dass man aus Pferd, Eisen und Uran den doppelten Ertrag bekommt, da ich meistens ziemliches... Wieso werde ich eigentlich immer angerufen? Da ich ja normalerweise ziemliches Pech habe, was das Ganze angeht, könnte man darüber nachdenken. England ist an sich einfach die Fraktion, die wirklich stark am normalen Spiel dran ist, die keine besonderen Boni bekommt, irgendwie keine Begrenzung hat oder sonst sowas. Mit denen kann man auch schon ganz gut eigentlich zeigen, was so abgeht. Ich würde mich dennoch für Katharina entscheiden, also für Russland. Einfach mal Russland spielen. Wir spielen auf einer kleinen Karte, heißt mit nur 5 Mitspielern. Und wir wählen tatsächlich den Schwierigkeitsgrad Prinz. Das heißt, normale Schwierigkeit, die KI wird unglaublich schlecht sein. Ich werde wahrscheinlich im Vergleich zur KI unglaublich gut sein, da sie keine Boni bekommt. Normalerweise spiele ich auf Kaiser oder Unsterblich. Aber ich habe mir gedacht, meine Fresse. Ich habe mir gedacht, yo, wir probieren es jetzt einfach mal. Und zeigen euch das einfach mal ganz kurz. Und deswegen normale Schwierigkeit. Kartentyp kann man sich auch noch überlegen. Ich habe mich jetzt für Mischen entschieden. Das heißt, sie ist aus unterschiedlichsten Sachen aufgebaut. Wir könnten natürlich auch auf Kontinenten, Pangea, Kontinenten spielen, wäre auch ganz praktisch, Pangea, Archipel jetzt eher nochmal oder nicht, Erde, ist nicht unbedingt meine Lieblingskarte und Fraktal ist sowieso ziemlich schlecht, also schauen wir mal, ich stelle mal ganz kurz mein Handy auf lautlos, okay, perfekt. Ja, deswegen bleiben wir hier drauf. Wir gehen noch ganz kurz ins erweiterte Setup. Zufällige Fraktionen, sämtliche Siegtypen sind aktiviert, auch wenn ich noch nicht ganz weiß, welchen Siegtyp wir nehmen werden. Wahrscheinlich einfach mal Vorherrschaft. Sind ja nur 5 zusätzliche Zivilisationen und ja, dann starten wir doch einfach mal das Spiel. Und schauen mal, was uns so Schönes erwartet. Seid gegrüßt, eure kaiserliche Majestät Katharina, wunderbare Kaiserin Russlands. Das größte Land der Welt steht euch zu Befehl. Das mächtige Russland erstreckt sich vom Pazifischen Ozean im Osten bis zur Ostsee im Westen. Trotz Kriegen, Dürren und zahlreichen anderen Katastrophen überlebte und florierte das russische Volk und brachte einige der besten Künstler und Wissenschaftler der Welt hervor. Das Reich ist bis heute eines der stärksten in der Geschichte der Menschheit. Eine wahre Supermacht, die über die größte je entworfene Zerstörungsgewalt verfügt. Oh. Katharina, eure Untertanen möchten, dass ihr die ruhmreichen Tage Russlands und seines Volks wieder herbeiführt, das Land neu belebt und das Wunder der Aufklärung wieder entfacht. Werdet ihr eurem Volk wieder zur Größe verhelfen, könnt ihr eine Zivilisation errichten, die die Zeit überdauern wird? Nein. Okay, Zerstörungsgröße, je geworfene Zerstörungsgewalt. Okay, ja, wir sind also Russland, bekommen +1 Produktion aus strategischen Ressourcen, also Eisen, Öl und Uran und diesem ganzen Gedöns. Und kriegen halt, wie gesagt, doppelte Pferde, Eisen und Uranressourcen. Wir haben eine Spezialeinheit, die Kosaken, werde ich nicht so viel einsetzen, denn ich setze normalerweise nicht viel auf berittene Einheiten. Und den Krepost,
das ist unsere spezielle Kaserne, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Die bringt uns zusätzlich zu den 15 EP für alle Einheiten, das bringt eine normale Kaserne, halt die Kultur- und Goldkosten für den Erwerb neuer Geländefelder von Städten runter. Das bedeutet, dass unsere Städte sich schneller ausbreiten werden. So, wir starten an einer ganz interessanten Position auf jeden Fall. Und zwar, einem recht kleinem Stück Land, sagen wir es mal so. Also hier seht ihr ja, ist recht wenig Land an sich zu sehen. Nicht, dass wir auf einer kleinen Insel sind, das wäre jetzt echt unpraktisch für Russland. Wir werden unseren Siedler nicht direkt hier eine Stadt gründen lassen, sondern uns stattdessen auf diesen Hügel bewegen. Denn mit diesem Hügel hätten wir eine Produktion mehr und dadurch wäre unsere Hauptstadt schon mal produktionstechnisch ziemlich weit vorn. Außerdem sind wir hier direkt an dem Fischstand dran und haben wesentlich besseren Zugriff auf die anderen Ressourcen. Es lohnt sich, wenn man zum Beispiel, also es lohnt sich eigentlich immer, eine Stadt auf einem Hügel zu gründen. Also ich persönlich versuche immer, meine Stadt auf einem Hügel zu gründen oder an einem Fluss oder am besten sogar halt beides. Da ist sogar an der Küste zu gründen nicht mal unbedingt so wichtig. Und dafür lohnt es sich auch schon mal einen Zug auszusetzen, maximal zwei, wobei man sich das mit den zwei schon wirklich überlegen sollte. Und wir gründen unsere Stadt, wie gesagt, hier. Moskau ist damit gegründet und es sieht wirklich so aus, als wären wir auf einem unglaublich kleinen Inselchen. Hier unten ja, ist auch Ende der Welt. Geil. So, jetzt haben wir also unsere erste Stadt gegründet. Sie sieht so aus, hat dieser Einflussbereich. Der Einflussbereich wächst mit der Zeit, mit mehr Kultur wächst halt, wie gesagt, auch unser Einflussbereich. Und haben erstmal diese Geländefelder, die wir bewirtschaften können. Wir haben Wissenschaft, die wir produzieren durch unsere Einwohner und durch Gebäude und sowas. Mit der Wissenschaft können wir neue Technologien erforschen. Das hier ist der Technologiebaum, der geht bis hier hinter. Zukunftstechnologie, aber momentan ist das alles noch Zukunftsmusik. Zukunftstechnologie ist Zukunftsmusik. Ha, bin ich lustig. Wir würden 2494 Runden brauchen. Allein für diese Technologie. Deswegen kümmern wir uns erstmal um normales Zeug. Und das ist ein bisschen schwierig gerade. Am liebsten würde ich jetzt direkt drauf gehen, die Schrift zu erforschen, damit wir Wissenschaft bekommen können. Das Problem ist allerdings natürlich, dass uns zwei Luxusressourcen zur Verfügung stehen, die beide einen anderen Zweig benötigen, um erforscht zu, um bewirtschaftet zu werden. Marmor benötigt den Steinbruch und ich bin mir nicht sicher, ob wir bei Salz den Steinbruch brauchen oder ob wir einfach nur den Bergbau brauchen. Ich glaube, für Salz brauchen wir, ja, Bergbau. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erst auf den Bergbau. Nein, wir gehen tatsächlich doch auf die Schrift und danach auf den Bergbau und danach direkt auf die Steinmetzkunst und dann am besten direkt auf die Optik, damit wir dann eine neue Stadt gründen können. Unsere Startposition bedeutet, dass wir lange brauchen, um eine neue Stadt gründen zu können, was vom Vorteil, aber auch von Nachteil ist. Wir werden sehen. Dann machen wir natürlich noch Gold. Momentan kann ich leider nicht erkennen, wie viel Gold wir machen. 5. Hier sind unsere Handelswege. Momentan haben wir noch keine. Hier ist unsere Gesamtzufriedenheit im Reich. Die Gesamtzufriedenheit orientiert sich daran, wie viele Einwohner wir haben. Und daran halt wird, also Einwohner senken die Zufriedenheit. Später die Ideologie senkt die Zufriedenheit, wenn wir zu schwache Ideologie haben. Und steigt halt durch Luxusressourcen, steigt durch besondere Gebäude und so weiter. Wenn wir ganz viel Zufriedenheit haben, Zufriedenheit wird immer eingerechnet hier in diesen Fortschrittsbalken und sobald wir einen bestimmten Wert, also hier 500 erstmal erreicht haben, läutet unser Reich ein goldenes Zeitalter ein. Direkt dadurch wird Gold- und Kulturproduktion verdoppelt. Unsere Kulturproduktion steht momentan bei 1. Mit Kultur schalten wir eine neue Sozialpolitik frei, die so ein bisschen unseren Weg bestimmt. Halt Tradition zum Beispiel ist fokussiert auf die Hauptstadt, deswegen werden wir sehr viel auf Tradition gehen. Unabhängigkeit ist vor allem auf frühe Expansion bedacht. Also hier kriegen wir einen kostenlosen Siedler, kostenlosen Bautrupp und so weiter. Ehre natürlich auf Krieg und Frömmigkeit auf, ratet mal, Glauben. Genau. Und Patronat auf Kleinstaaten und so weiter und so fort. Ja, und dann haben wir noch den Tourismus. Tourismus ist für den Tourismussieg, erkläre ich euch irgendwann anders mal. Und den Glauben natürlich für Religionsgründung. So, da wir kein großes Land zur Verfügung haben, werden wir hier direkt mal das Monument bauen, denn was anderes lohnt sich leider nicht. Wir erhalten zwar theoretisch durch die Politik, also durch die Freiheitspolitik, Unabhängigkeitspolitik, ein kostenloses Kulturgebäude unserer Hauptstadt, allerdings wird es noch lange dauern, bis wir die eingeführt haben, da wir nicht mal die Chance haben, Ruinen zu erforschen, da wir von dieser Scheißinsel hier leider nicht runterkommen.
Das ist gerade echt die schlimmste Startposition, die ich mir vorstellen könnte. Und ich frage mich auch, was bei Twitter gerade los ist. Dass ich so verdammt vollgespammt werde. Aber man kann es leider nicht ändern. Tja. Und jetzt müssen wir halt, wie gesagt, noch ein paar Runden lang warten. Damit zurechtkommen, dass wir hier wirklich auf einer einsamen Insel gespawnt sind. Und weinen. Ganz bitterlich weinen. So, damit hat Moskau endlich das Kulturgebäude, also das Monument, gebaut. Und gleichzeitig ist es gewachsen. Das bedeutet, mit einem Bürger mehr kann es jetzt noch ein Geländefeld zusätzlich bewirtschaften. Wir unterhalten jetzt also Marmor und Weizen, bringen also Goldproduktion und Nahrung rein in unsere Stadt und bauen als nächstes direkt mal einen Bautrupp. Denn der Bautrupp kann dann diese Geländefelder modernisieren und wirklich nützlich machen. Denn erst mit einer Modernisierung zum Beispiel... Sagt denn der Ton zu dem Töpfer, was machst du mit mir? Denn ist durch eine Modernisierung beispielsweise... sind die Luxusressourcen wirklich nützlich für uns. Weizen zu modernisieren mit einem Bauernhof bringt mehr Nahrung raus natürlich. Hier auf der Ebene können wir auch einen Bauernhof errichten, bringt auch Nahrung. Hier können wir theoretisch auch einen Bauernhof errichten oder eine Mine Weißen Hügel ist oder ein Sägewerk Weißen Wald ist. Für Sägewerk brauchen wir allerdings bestimmte Technologie. Da müssen wir uns also später noch überlegen, was rauskommt. Ja, den Krieger werden wir erstmal hier auf Bereitschaftsmodus lassen. Und noch ein bisschen warten, denn momentan können wir leider nichts machen, außer zu erkunden. Es wurmt mich gerade ein bisschen, dass wir hier so gestartet sind. Aber mal gucken, was wir aus dieser Startposition so Schönes machen können. So, wir führen jetzt direkt mal die Tradition ein. Wie gesagt, erhöht direkt mal unsere Kulturproduktion schon mal um 3 wieder. Das ist also sehr praktisch. Und jetzt müssen wir wirklich nur warten. Es ist gerade ein bisschen nell, da einfach... Ja, unsere Startposition keine weitere Erkundung zulässt. Hey, ich beklage mich nicht weiter drüber. Okay, wir führen die Oligarchie ein. Das bedeutet, dass stationierte Einheiten keinen Unterhalt kosten. 50% bessere Fernkampfstärke unserer Städte besteht. Und außerdem schaltet uns halt hier hinten die Großgrundbesitzer für Wachstum in der Hauptstadt. Und die Monarchie ein für bessere Zufriedenheit in der Hauptstadt und mehr Gold in der Hauptstadt. Das brauchen wir dann auf jeden Fall, sobald wir es können. Haben können. So. Damit wächst unsere Stadt nochmal. Zum Glück haben wir ein recht gutes Wachstum in unserer Stadt. Wir setzen jetzt auch darauf, dass das Wachstum verbessert wird. Modernisieren das Weizen und so. Und können jetzt was Neues bauen in unserer Hauptstadt. Und ich würde sagen, wir bauen direkt mal einen Kornspeicher. Der Kornspeicher verbessert die Nahrung in der Stadt und verbessert auch die Nahrung. Wer ein gutes Buch vernichtet, tötet die Vernunft. Verbessert auch zum Beispiel die Nahrung von Weizengeländefeldern. So, jetzt werden wir allerdings nochmal ganz kurz warten und erstmal die Bibliothek bauen. Denn mit der Bibliothek bekommen wir mehr Forschung und können möglichst schnell Sachen halt erforschen, um einen Technologiebonus zu erhalten. Vor allem möchte ich halt möglichst früh auf die Optik gehen. Hier ist nochmal eine kurze Rangliste. Ab und zu werden zufällige Ranglisten veröffentlicht. Hier zum Beispiel, wer die meiste Produktion hat. Wir haben 7 Produktionen, ein anderes Volk hat 8 Produktionen. Das heißt, es dürfte wahrscheinlich im ziemlich hügeligen Land gespawnt sein oder gestartet sein, sagen wir mal so, nicht gespawnt. Ja, mal gucken. Okay, nächste Runde bitte. Nächste Runde haben wir endlich den Bergbau erforscht, sehr schön. Und dann würde ich sagen, errichten wir direkt mal eine Mine, um das Salz zu modernisieren, denn das Salz ist auch eine Luxusressource und bringt uns außerdem Nahrung ein. So, den Legalismus für das kostenlose Kulturgebäude, das wir leider schon in Moskau errichtet haben, kann man nicht ändern. Aber dafür haben wir jetzt demnächst die Steinmetzkunst. Oh, verdammt, ich erforsche die Steinmetzkunst, ne? Ach, egal. Können wir abwarten. Wird dann schon mal übrigens direkt als nächste Technologie die Philosophie einstellen. Denn mit der Philosophie können wir die staatliche Hochschule bauen. Staatliche Hochschule ist ganz praktisch, bringt uns ordentliche Technologie. Das Problem ist halt, dass die staatliche Hochschule eine Bibliothek in jeder Stadt verlangt. Das bedeutet, dass wir möglicherweise warten mit der Stadtgründung, bis wir halt, wie gesagt, die staatliche Hochschule errichten können. So, wir könnten jetzt theoretisch auch noch die große Bibliothek bauen. Die große Bibliothek ist ein Wunder. Wunder können halt, wie gesagt, nur einmal gebaut werden, es sei denn, es sind nationale Wunder. Allerdings ist die große Bibliothek ein Weltwunder. Bringt uns, wie ihr sehen könnt, Kultur, große Wissenschaft, Punkte für großen Wissenschaftler, also eine besondere Persönlichkeit, die uns Sachen einbringt. Und vor allem gewährt es uns eine kostenlose
freie Technologie. Eine kostenlose freie Technologie, sehr gut gesagt, Schruppi. Und wäre echt eine Überlegung wert. Problem ist halt, es dauert 27 Runden, das ganze Teil hier zu erbauen. Also, und das ist natürlich nicht gerade wenig. Das Ganze lässt sich beschleunigen, indem wir hier zum Beispiel bei dem Salz den Wald roden. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal, die große Bibliothek zu bauen. Vielleicht klappt es ja. Hier haben wir jetzt endlich unser Salz modernisiert. Ihr könnt auch sehen, dass unsere Zufriedenheit gestiegen ist. Jetzt brauchen wir nur noch 22 Runden, weil auch die Stadt, also die Bevölkerung gerade gestiegen ist. Und ja, wir errichten jetzt hier die Mine. Erstmal wird der Wald dadurch gefällt, weil der Wald im Weg ist. Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Wir haben die Steinmetzkunst erforscht, können jetzt also auch den Marmor verbessern und vor allem eine Stadtmauer errichten, was unsere Verteidigung an sich etwas erhöht. Die Frage ist, ob wir das möchten. Ich persönlich möchte es eigentlich nicht unbedingt. Also, da kann man drüber nachdenken. Ist auch erstmal egal, wir erforschen gerade das Segeln. Das bedeutet, dass wir dann demnächst kleine Boote bauen können. Hier Triere zum Beispiel, um das Land zu erforschen. Ich glaube, das werden wir auch direkt mal machen, sobald natürlich hier unsere große Bibliothek fertig ist. Ihr könnt sehen, es braucht gar nicht mehr so lange. Nur noch 13 Runden. Was auch beschleunigt wurde durch das Meer beherrscht alles. Was auch beschleunigt wurde durch das Bevölkerungswachstum und natürlich durch das Roden des Waldes. Es ist natürlich eine Überlegung wert, diesen Wald hier auch nochmal zu roden. Man kann investieren in den Wald. Also theoretisch kann man den Wald halt behalten, um dann aus dem Sägewerk Produktion zu schöpfen. Allerdings würde ich hier lieber eine Mine errichten. Und das heißt auch hier den Wald entfernen, um unsere große Bibliothek etwas zu beschleunigen. 7 Runden jetzt nur noch. Dann haben wir es geschafft. Moskau verlangt die Ressource Edelsteine. Das bedeutet, wir könnten jetzt irgendwie versuchen, Edelsteine zu erschließen oder mit einer anderen Zivilisation zu handeln, damit wir Edelsteine bekommen als Luxusressource. Und das würde uns im Endeffekt helfen, da Moskau da ein bisschen glücklicher ist für ein paar Runden und höheres Wachstum vorweisen kann. So, in Moskau werden wir jetzt auch, apropos Wachstum, ich glaube aufs Wachstum gehen oder gehen wir auf die... gehen wir aufs Wachstum. Okay, nächste Runde dann bitte. Und dann errichten wir hier unsere Mine. Und haben noch 2 Runden bis zur großen Bibliothek. Jetzt noch eine Runde. Sie kann uns immer noch weggenommen werden. Da die KI jetzt erst berechnet wird. Aber wir haben es geschafft. Nur leider ist der Typ ein bisschen zu leise. Bibliotheken sind wie Schreine, wo alle Reliquien der Heiligen vergangener Tage voll der wahren Tugend ruhen und bewahrt werden. Und zwar ganz ohne Irreführung und Betrug. Sir Francis Bacon. Große Bibliothek, eine freie Technologie. Sehr schön. Und wir sind das fortschrittlichste Volk der Welt, also unter anderem mit der Hälfte der anderen, weil wir 4 Sozialpolitiken bereits eingeführt haben. Und jetzt kommt unsere freie Technology. Und ich würde sagen, wir gehen... Ach, Mist. Hätten wir jetzt Kalender schon, könnten wir direkt die Philosophie freischalten. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, deswegen gehen wir einfach auf Drama und Dichtung, weil es die teuerste Technologie ist, die wir erforschen könnten. Was ist Drama, wenn nicht das Leben... Nur ohne den langweiligen Teil. Drama, Baby, Drama. Und wir sind... In der Tat hat aber der König eine übermenschliche Macht und einen gar langen Arm. Und wir sind in der Klassik. Wunderbar. So, Moskau kann natürlich jetzt was Neues bauen. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt tatsächlich einfach mal so direkt die Triere. Um, wie gesagt, ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen und zu schauen. Auch hatte er eine Maschine verfertigt, vermittelst welcher man wissen konnte, ob es Vollmond wäre oder nicht. Cranker Scheiß! Damit haben wir jetzt Optik erforscht, können also unsere Einheiten endlich zu Wasser lassen. Das konnten wir vorher nicht, jetzt können wir, wie ihr sehen könnt, pop, unsere Einheit zu Wasser lassen und durch die Gegend segeln. Geil! Haben natürlich nicht so eine hohe Bewegungsreichweite wie zum Beispiel jetzt unsere Trieren. Diese Startposition wäre wirklich perfekt gewesen für England. Bisschen traurig, dass ich jetzt natürlich nicht England gewählt habe, aber egal. Wir gehen jetzt mit unserem Krieger direkt mal hier drüben an Land und erkunden diese Insel. Wahrscheinlich werden wir, wenn sie uns irgendwas Ordentliches bietet, hier unsere nächste Stadt gründen. Jetzt würde ich allerdings erstmal sagen, dass wir den Kornspeicher zu Ende bauen. Ihr habt die Mine errichtet, sehr schön. Dann modernisiert doch bitte mal den Marmor. Und ihr werdet hier weiter erkunden und schauen. Oh, im Norden befindet sich also auch noch eine Insel. Sehr gut.
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Prost, genau. Perfekt. Ja, und dann schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Ah, hier oben gibt es zum Beispiel Trüffe. Das heißt, hier wäre es eine Überlegung wert, eine Stadt zu gründen. Denn das ist eine Luxus... Oh. Den Berg Kailash gefunden. Kailash. Yay. Das erhöht ein bisschen unsere Zufriedenheit. Und außerdem bringt uns dieser Berg an sich 2 Zufriedenheit ein. Und wenn er halt auch bewirtschaftet wird, sogar noch Glauben. Und da ist eine Ruine. Sehr schön. Schauen wir uns die direkt mal an. Und eine zweite Ruine auch noch irgendwo entdeckt. Wo? Ah, hier drüben direkt. 2 Ruinen gleichzeitig gefunden. Das ist auch nicht häufig. Sehr schön. Das heißt, hier könnte man theoretisch eine Stadt gründen auf diesem Kontinent, auf dieser Insel, würde ich eher sagen. Das Problem ist nur, diese Insel bringt uns keine weiteren Luxusressourcen ein, keine neuen. Im Gegensatz zu dieser Insel, die uns jetzt schon Silber und Trüffe gewähren würde. Denn hier haben wir bereits Salz und Marmor und Luxusressourcen gelten halt insgesamt nur einmal mit Zufriedenheit. Und die hier sieht schon... Oh, und hier gibt es auch noch Weihrauch. Na, ich glaube, wir werden nach Norden ziehen. Und ich finde eine grob gezeichnete Karte der Umgebung. Ja, schön, bringt uns gar nichts. Hier rüber mit euch. Schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Oh Gott, wir sind von Barbaren umzingelt. Schöne Scheiße. Versuchen wir mal, sie zu umgehen. Oh, und wir haben Jerusalem getroffen. Jerusalem ist ein Stadtstaat, ein religiöser Stadtstaat. Das bedeutet, sie geben uns auch noch Glauben. Normalerweise bringen uns Stadtstaaten nur die 30 Gold ein oder 15 Gold, wenn wir sie als nicht als Erster entdecken. Stadtstaaten sind halt, wie ihr sehen könnt, einzelne Städte, die aus einem einzigen, auf einer einzigen Stadt bestehen und auch das ganze Spiel über nicht weiter expandieren. Außer natürlich vom Gelände der Stadt aus. Aber ich weiß, ihr wisst, was ich meine. Also sie expandieren halt nicht direkt. Und ja, sie sind eigentlich dann so da, um von den Großmächten ein bisschen ausgenutzt zu werden und hin und her geschoben zu werden und für eigene Zwecke gebraucht. Das ist so ein bisschen Sinn und Zweck eines Stadtstaats. Und mehr auch wirklich nicht. Allerdings kann man natürlich mit ihnen handeln, was sehr praktisch ist, wobei ich fürchte, dass Jerusalem außerhalb unserer Reichweite ist, vor allem da es ein Inlandsstadtstaat ist und kein Küstenstadtstaat. Oh! Und dann haben wir den Ahmad al-Mansur getroffen, den Marokkaner. Auch sehr interessant, dass wir Marokko also haben, jetzt hier zum Beispiel in dieser Welt bereits. Und eine Ruine da hinten entdeckt, aber ich glaube, die wird er sich schnappen, denn er steht ja direkt daneben. Okay. Dann machen wir uns jetzt mal auf. Da drüben ist das Barbarenlager, aus dem die ganzen barbarischen Schweine auf uns zugerannt kommen. Gut zu wissen. Nachdem wir jetzt hier den Schrein gebaut haben, der für unsere Glaubensproduktion zuständig ist, werden wir den Siedler direkt mal rauspumpen. Und hoffentlich haben wir, bis der Siedler dann draußen ist und eine Stadt gegründet haben, vielleicht sogar genug Geld. Ach du Scheiße, sind hier wieder viele Barbaren. Bis der Siedler draußen ist und so haben wir vielleicht... Oh, da ist Marokko. Haben wir vielleicht dann genug Geld? Okay. Tauschen wir mal Botschaften aus. Das Marrakesch. Das heißt, wir würden jetzt direkt unter Marrakesch unsere nächste Stadt gründen, was ein ziemlich aggressiver Akt ist. Allerdings trotzdem noch eine Überlegung wert. Ich weiß nicht, ob wir jemals an diesen Typen hier vorbeikommen. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, zu Wasser zu gehen und dann, ist jetzt die große Frage. Bauen wir den Siedler oder bauen wir den Siedler nicht? Während wir einen Siedler bauen, können wir nämlich zum Beispiel... Oh, warte mal, wir bauen den Fracht... Na, während wir den Siedler bauen, können wir nämlich nicht... kann unsere Stadt nämlich nicht weiter wachsen. Und die Frage ist, wie lange braucht der Siedler? Wenn wir die Stadt auf Produktionsfokus stellen, immer noch 7 Runden. Das bedeutet, wir bauen in der Stadt dann doch lieber den Frachter erst einmal. Zögern die neue Stadt also noch ein bisschen heraus. Hinaus. Moskau hat Marmor, ja, hat das... Ach so, schon länger... Ach so, ja, erhöht die Wunderproduktion. Also, macht's schneller. Den Bau von Wundern. Meine Fresse. Kann nicht mehr reden. Okay. Die Barbaren rennen uns hier die ganze Zeit im Weg rum. Es werden immer mehr. Keine Ahnung, ob wir es jemals schaffen werden, hier was zu reißen. Okay, ihr baut hier einen Bauernhof. Einzige Vorteil an der Insel ist halt, dass wir mit der neuen Stadt wahrscheinlich keinen eigenen Bautrupp brauchen, da wir hier sowieso so wenig bauen können. So, nächste Runde haben wir dann endlich dieses Ding hier, die Ruine. Ah, und da haben wir Valletta getroffen.
Bringt uns nur 15 Gold, weil wir nicht die Ersten sind, die es entdeckt haben. Marokko war also schon vorher bei Valletta. Zumindest schon mal gut zu wissen. Hier greift uns tatsächlich der Barbarentrupp im Barbarenlager an, was eigentlich quasi nie passiert. Deswegen irritiert es mich gerade ein bisschen. Aber es ist relativ wurscht. Denn wir werden jetzt sowieso hier uns die Ruine schnappen. 20 Kultur. Bringt uns jetzt nicht so viel, aber wir werden trotzdem übersetzen zu unserer Hauptstadt. Und dort dann den Krieger mitschicken mit unserem Siedler. Oder wir schicken den Krieger am besten schon mal vor, damit er den Siedler dann beschützt. Und wir setzen hier das Gold pro Bürger und die Unzufriedenheit pro Bürger um und haben damit schon mal eine höhere Zufriedenheit und höhere Goldproduktion auf jeden Fall. Ah, hier gibt es dann auch noch Gewürze auf der Insel. Sehr schön. Ja, vielleicht werden wir Marokko einfach irgendwann vertreiben. Die haben sogar noch Perlen hier. Es wird uns einiges einbringen. Ein einziges Gut für den Menschen, die Wissenschaft. Und nur ein einziges Übel, die Unwissenheit. Gut gesagt, mein Freund. Gut gesagt. Finde ich schön. Okay. Damit können wir eine neue Forschung auswählen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf... schwierig. Warte mal, was wollen wir denn hier oben erforschen? Also hier oben ist viel Dschungel, allerdings auch Wald. Okay, was machen wir also in dem Fall? Wir erforschen das Feinstellen, gehen dann auf die Bronzeverarbeitung, um den Dschungel zu entfernen. Und dann auf den Kompass am liebsten. Dann erstmal aufs Bauwesen und dann auf den Kompass und auf das Bildungswesen. Bauwesen wegen der Kompositbogenschützen, damit wir einen guten Verteidigungsvorteil haben. Den Kompass, damit wir einen Hafen gründen können, denn durch den Hafen allein können wir eine Verbindung zwischen unserer Hauptstadt und unseren anderen Städten herstellen. Ansonsten sind die beiden nämlich auf sich allein gestellt. So, die Frage ist, wie viel kostet ein Siedler? 500 Gold. Es ist nämlich gerade schwierig. Wir können jetzt nämlich endlich die staatliche Hochschule bauen. 9 Runden würde das dauern und uns den Siedler auch noch ein bisschen hinauszögern. Oder wir bauen jetzt erst den Siedler. Ich glaube, wir bauen erst den Siedler, gehen auf Produktionsfokus. 6 Runden bauen wir jetzt also den Siedler, um hier die Stadt gründen zu können. So wie es aussieht, werden wir wahrscheinlich sogar schon zu spät sein. Die haben gerade ihren eigenen Siedler bereits ausgesandt. Aber egal, wir handeln erstmal mit Marrakesch. Bringt uns 10 Gold pro Runde ein, das heißt, wir können jetzt ganz schnell den Siedler rushen, hoffentlich schnell hier oben noch die Stadt gründen, auf diesem Dschungelfeld, würde ich sagen, weil es ein Hügel am Fluss ist. Na, wie gesagt, sie werden vor uns da sein. Kacke. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Habe ich zu lange gewartet. Vielleicht haben wir nochmal Glück, aber ich bezweifle es gerade sehr. Wir versuchen einfach mal unseren Typ dahin zu stellen. Aber ich bezweifle, wie gesagt, ist stark, dass wir hier es noch schaffen, rechtzeitig diese blöde Stadt zu gründen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Weil ich, wie gesagt, zu lange gewartet habe. Dann können wir halt versuchen, hier drüben eine Stadt zu gründen. Damit zumindest mal das Räucherwerk. Aber, ach Mist. Mist, Mist, Mist. Viel zu spät dran. Beziehungsweise eigentlich genau so spät, dass wir es hätten schaffen können. Mongolen. Ja, hi. Grinsebacke. Na? Ja, was ich sagen wollte. Wir hätten es schaffen können. Wahrscheinlich hätten wir nicht so lange gewartet. Also diese eine Wachstumsphase abgewartet. Aber das ist jetzt auch egal. Wir haben barbarische. Wilde Bestien und Wandervögel. Geraten nicht zweimal in dieselbe Falle oder dasselbe Netz. Ja, wir haben jetzt die Feinstellen erforscht. Das heißt, wir können Wild, Elfenbeinpelz und Trüffelressourcen, bewirtschaften. Also wie gesagt, das Problem ist halt, dass wir diese eine Wachstumsphase abgewartet haben. Und uns dadurch wahrscheinlich diese Stadtposition nicht versaut haben, die unglaublich praktisch wäre. Naja, kann man leider nicht ändern. So. Im nächsten Part werden wir dann auf jeden Fall, oh Gott, ja, halbe Stunde schon vorbei, ein Pantheon gründen und hoffen, dass wir irgendwie doch noch eine gute Startposition abkriegen, dass wir hier halt echt perfekt hier Trüffel, Wild, Bananen, Weizen, einem Fluss auf einem Hügel und Silber und Schafe. Boah, wäre das eine geile Stadt geworden. Verdammt, 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 ich ärgere mich so. Ja. Mal schauen, wie gesagt. Und hoffentlich können wir auch unsere Handelsroute hier in Sicherheit behalten, denn da ist gerade, wie gesagt, eine barbarische Triere, die wahrscheinlich unsere Handelsroute plündern wird. Diese Schweinebacke.
Aber das alles ist im nächsten Part. Ich hoffe, dieser erste Part hat euch so weit gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.